Hallo und herzlich willkommen zu diesem vierten YouTube-Video von mir zu Train Fever 2 und meiner Berliner Ringkarte. Und dieses ist ein kleines Preview, eine Vorschau auf die kommende Version, die da heißen wird Berliner Ring Mods im Sinne von. Da werde ich auch erstmals Mods mit integrieren, allerdings nur solche, die ihr auch hier auf der Webdisk bei TrainFever.net oder auf der im Workshop von Steam findet und runterladen könnt. Warum ein Preview? Weil ich die komplette Karte neu baue. Hurra! Warum das? Ich habe festgestellt, dass ich die Tiere, die mich so nerven, nicht anders aus dem Spiel rauskriege, sondern nur dann, wenn man von Anfang an beim Erstellen der Karte dieses gleich einbindet und gleich so definiert über einen Mod. Ja. Und wenn das dann so ist und man das im Nachhinein eben nicht mehr rausbekommt, zumindest ist das zurzeit der Stand der Dinge, ja, dann bauen wir das einfach alles nochmal. Weil darum geht es ja eigentlich auch. Es geht ja ums Bauen. Und außerdem habe ich natürlich bei den ersten Versuchen viele Erfahrungen gemacht, die ich jetzt hier mit einfließen lassen kann. Zum Beispiel eben hier beim Brückenbau. Dass die Pfeiler alle vernünftig stehen, wie ihr hier seht, dass die Steigungen zu den Brücken, und zwar nicht nur zu den Eisenbahnbrücken, sondern auch zu den Straßenbrücken, schön harmonisch sind und es dort keine Huckel gibt oder Löcher. Kennt das vielleicht? Das lässt sich natürlich manchmal nicht vermeiden, wenn man wenig Platz hat. Aber wenn man wie hier zum Beispiel viel Platz hat, kann man natürlich die Steigung sehr sanft gestalten und das wirkt sich dann eben auch aufs Fahrverhalten positiv aus, finde ich. Und wir sind hier gerade mit der S8 unterwegs auf der Strecke von Schöneweide nach Heinersdorf, also aus dem Südosten Richtung Norden und fahren jetzt hier gerade über den Ring. Und das ist eben ein Bereich, den ich schon neu gebaut habe. Und andere, ich zoome mal gerade raus, hier den Osten habe ich schon zum Großteil gebaut, aber andere in der Mitte, da ist noch gar nichts. Ja. Aber das wird noch ein paar Tage dauern. Und dann ist es alles schick, hoffe ich. Und hier, anderes Beispiel, diese Tunnel. Ja. Sind auch vom Gefälle her sehr sanft die Übergänge. Okay, dazu muss man natürlich Platz haben, um das auch entsprechend bauen zu können, dass da also das nicht so stark abfällt oder runter geht. Und jetzt schalten wir mal eine Runde schneller. Zack. Und gehen wieder auf die andere Kameraposition. So. Das Spiel Berliner Ring oder die Karte Berliner Ring Mods wird im Jahr 2020 spielen. Warum 2020? Weil ich dadurch sicherstelle, dass wirklich alle neuen Fahrzeuge verfügbar sind. Also auch die, die zum Beispiel 2003 oder 2011 erst kommen. Ja, ich hatte ja letztes Mal 2000 gesetzt. Ja, das war ja die letzte Version, die ihr hier runterladen könnt. Und nur um festzustellen, dass manche Dinge aber eben erst nach 2000 verfügbar sind. Gut, also mit dem Jahr 2020, ihr seht das hier unten rechts, ja, 1.1.2020, ist sichergestellt, dass wirklich alles dabei ist. Und ob ihr dann noch den Mod mit dazu nehmt, dass die schon ausgelaufenen Fahrzeuge trotzdem noch verfügbar sind, weil er hier mit Dampflokomotive langfahren wollte oder so, das ist ja dann eure Entscheidung, das geht ja dann auch. Kein Problem. Also, alles neu.
Natürlich ist die Karte Berliner Ring vom Grundsatz her genau dieselbe wie vorher, aber es ist eben alles neu gebaut und es ist natürlich alles mit den Hochgeschwindigkeitsgleisen ausgerüstet, es ist alles elektrifiziert und bei den Straßen habe ich so gemacht, dass die Bundesstraßen, die es in Berlin gibt, die habe ich als Landstraße sechsspurig mit 100 km/h definiert, also das schnellste und breiteste, wo gibt, vanillamäßig. Und die innerorts, das seht ihr hier da rechts, die sind vierspurig als Stadtstraße für 60 km/h. Aber hier haben wir zum Beispiel so eine sechsspurige Bundesstraße und ihr seht genau das, was ich gerade sagte, da sind die Übergänge auch relativ sanft, wo eben entsprechend Platz ist, von der Steigung her, dass das alles hübsch harmonisch ist und die Brückenpfeiler stehen auch nicht irgendwie im Gleis oder solche Geschichten. So, zurück zu unserer Eisenbahn. Wo sind wir denn mittlerweile? Wir fahren weiter Richtung Schönhauser Allee. So, und in der Schönhauser Allee biegen wir dann ja rechts ab, vom Gesundbrunnen rechts ab, Richtung Norden, um dann über Bornholmer Straße, Pankow weiter nach Heinersdorf zu fahren mit dieser S8. Ja, es wird noch ein Weilchen dauern, bis ich so alles fertig habe. Ne? Aber es kann sich nur noch um wenige Tage handeln. Wir haben ja noch Feiertage und entsprechend Zeit. Und dann hoffe ich, dass es im Endergebnis eben eine Karte gibt. Hier seht ihr die richtigen Fußgänger da rumlaufen, ja, und nicht die in Rüschenkleid und mit Zylinder oder sowas. Ja. Das hat mich irgendwie genervt. Ich weiß nicht, wie ich mir das eingefangen habe oder warum ich es nicht wieder rausgekriegt habe. Ist einfach so, ja, durch Schaden wird man klug, beziehungsweise die Karten waren ja auch sozusagen mein Erstlingswerk und aus den gemachten Erfahrungen habe ich jetzt, glaube ich, einige positive Dinge mitgenommen, was die Streckenführung angeht. Das Einzige, was mir noch nicht gefällt, sind diese Milliarden von Hochstrommasten, die hier rumstehen, die, glaube ich, meiner Meinung nach sehr auf die Performance schlagen, weil es stehen ja so viele rum. Und da hoffe ich dann nochmal auf ein hübsches Gleis- und Oberleitungspaket, was man hier gut mit einbinden kann. Ja, und deswegen heißt das ja Mods. Ja? Was bedeutet Mods? Ich habe eben diesen No Animal Mod hier jetzt mit drin. Ich habe einen Farbmod drin, um hier eine größere Auswahl zu haben bei der Farbe. Der ist aus dem Steam Workshop, aber leider ganz fürchterlich sortiert hier die Farben. Ich habe schon mal die Baureihe 442 ja, mit reingenommen und ja, noch einen. Falscher Knopf da. Noch einen Prellbock-Mod. Und zwar habe ich da einen ausgesucht, der meiner Meinung nach sehr hübsch ist. Gibt es auch hier bei uns auf der Webdisk. Dieser hier, seht ihr den hier? Weil der hat nämlich auch die passenden Hochgeschwindigkeitsgleise von der Färbung her und funktioniert eben wie der einfache Prellbock dann auch als Zugdepot. Und das ist zum Beispiel hier der Bereich Lichtenberg, nee, Nöldnerplatz, aber das ist der Auslauf von Lichtenberg hier. Da werde ich noch ganz viele Gleise bauen, denn das ist ja auch eben der Bereich, wo zum Beispiel das Betriebswerk der S-Bahn hier hinten auch wirklich ist. Und Lichtenberg war ja der alte Ostberliner Hauptbahnhof, sage ich mal, wo eben wirklich ganz viele Gleise sind und ganz viele Züge geparkt werden und so weiter und so fort. Ja, hier in der Mitte fehlt es noch, da ist noch gar nichts hier. Also die Orte natürlich schon, die sind schon da, aber nur eine Straße und noch keine Bahnhöfe und noch gar nichts. Da habe ich noch einiges zu bauen, das werde ich machen. Dieses so als kleiner Ausblick, was da auf euch zukommt und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Train, mit dem Transport. Mit dem Transport Piber 2. Und bis bald, euer Yogi. Tschüss.